Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte von Thüringen. Wir bereiten die Ernte vor. Dazu müssen wir den Drescher hinfahren und den Schneidwerk anklappen. Nehmen wir jetzt mal einen roten Drescher, weil der Schneidwerk ist auch rot. Aber im Grunde ist das egal. Von Drescher gibt es keinen Mod, denke ich mal. Für Mais. Muss ich mal anschauen. So, der nächste Zapfen ist fertig. Also 12 Feld. 12 ist auch fertig. Mit der Aussaat. Braucht nicht gekalkt werden. Wir bereiten jetzt die Ernte vor. Jetzt haben wir 18 Uhr. Nacharbeiten sind auch soweit durch. Die LKWs stehen auch bereit zur Überführung. Überladewagen ist auch da. Jetzt können wir mit der Geschwindigkeit also ein bisschen höher gehen. So, das wir haben auch nicht so, dass wir jetzt viel Arbeit hätten. Wald kaufen, Bäume und so weiter, das lohnt sich jetzt nicht. Und dann mal schauen, ob wir richtig rankommen hier. Ist ja ein bisschen eng. Ich habe die mit dem Überladewagen hergefahren, also mit einem normalen Anhänger. Ich habe kein extra Dings gekauft, weil waren wir eigentlich zu aufwendig, weil die liegen auch nicht richtig drauf, also das ist meistens ungünstig. So, der erste steht parat. Zum Wachstum. Fehlgeschlagen. Ja, 83%. Gedüngt 100%. So. Wie gesagt, normalerweise würde ich am Tage nicht so schnell fahren. Von der Zeit her. Aber in dem Fall, weil wir ja nichts zu tun haben, wie wir die Ernte noch beginnen wollen, mache ich da mal eine Ausnahme. Der können wir gleich hinfahren zum Voll machen. Da müssen wir jetzt aber sehen, ob wir die Fahrzeuge wegkriegen. Na, da geht es ja darum, dass wir jetzt hier im Prinzip die 4x4 am Schein da. Glaube schon. Wir müssen die auffüllen und der muss repariert werden. Soweit. So. Richtung Reparatur. Ja, mal Licht machen, ne? So ist zappen düster hier. Ja. Das haben wir das aber nicht kein Gefallen getan. Könnte man so nicht stehen lassen hier.
Der Aussaat können wir dann nebenbei noch vorbereiten. Schauen wir mal. Wachstum, grün. Gepflanzt. Ja, hier dafür haben wir Feld 13. Ach, das sind die Strommasten. Ich bin gewundert, was sind dafür für Punkte hier? Ja, das ist ein bisschen warten, ist blöd, aber das ist nicht anders. Wir können ja auf 8 gehen. Schlafen an sich war nicht so gut. Bringt alle durcheinander. Ups, hier. Im Wachstum, ja. Das ist so was. Immer noch im Wachstum. Ah. Sehr blöd. Hey. So, mal sehen, was für Kosten uns zukommen jetzt hier. Oh, geht auch einigermaßen. Schulden müssen wir zurückzahlen. Meine Wachstum um 3 oder so kommt schon Wachstum. 3 oder 4 dann drehe ich. Wenn ich die erinnere. Alle 12 Stunden? Könnte das sein? Wir können schon mal die Drescher vorbereiten. Wo haben wir Drescher? Speichern ist gut. So dunkel, dass man nicht sehen kann, ne? So, links und rechts. So. 38, zwei Fahrzeuge. Mal ein bisschen schmaler. Vorgewände. Dann müssen wir rechnen, so lange. Zurück, dann beginnt der links. Ich habe kein Licht hier. Mach ich kaputt. Da wird ja so nichts, ne? Oh, jetzt reif. Ja, 4 Uhr. Wo ist der zweite? LKW. Schon der Wahnsinn. 4 Uhr ist ganz schön früh. Da kann man auch nicht arbeiten. Dunkel hier. Oh. So, aufklappen.
Beginnen wir gleich vorne. Erstmal kopieren. Halt. Das ist der. Dann beginnst du rechts. Passt. Beginn. Ersten Wegpunkt. Aber der andere muss beginnen. Oh je. Der muss beginnen. Ne, oder zum Glück Licht an. Ne, kann man was sehen. So, links. Der Band ist aktiviert. Einstellen. Gute Arbeit. Wünsche dir. So. Hier ist auch aktiviert. Das passt. Ja, auch. Die 0,5 könnten Probleme bereiten. Könnten. Aber wenn man im Kreis herumfährt, passiert nichts. Sieht gut aus. Sieht mein Licht nicht. Dunkel hier. Hier mal was gucken. Hier. Das hatte ich ja mal gehabt bei Gerste. Da wollte er nicht auskippen. Also muss ich mal so einstellen. Ja. Lass ich mal, ne? Er fährt nicht los, das ist gut. Ich fahre damit ein. Wo ist das zweite LKW? Ja, mal Licht machen hier, ne? Dann lassen wir mal stehen. Vielleicht kommen wir auch in einen zurecht. Zur Not, wenn wir gleich den Kurs laden. Das ist Traktor ideal. Chiptune, ja, das ist der. Stellen wir auch mal ein, falls wir den mal nutzen müssen. Mann, Licht geht nicht. Woran kann das liegen? Birne kaputt. Keine mehr in der Birne, alle LED. Unzerstörbar. Mein erstes kaputt. So, ups, wir wollen nicht reinfahren in die Frucht. Wie können wir die beiden ein bisschen erahnen am Blinken da oben? Ja, wenn ein paar Glühwürmchen noch fliegen, würde es ja gehen, ne? Also hier gehen wir mal auf 15, das ist ja hier. Oder auch 60 oder auch 30. Solange es dunkel ist, ist ja nicht schön. Ob Gras gewachsen ist, auch unwahrscheinlich. Muss ja die beiden suchen, ne? ja. Gut, im Normalfall wird Erde oder Frühling beginnen wegen der Taunasse. Zu feucht. Apropos feucht, erwarten wir Regen. Das wäre dann äußerst ungünstig. Regen erwarten wir heute gegen 12. Ach du dicke Neune.
Dann muss ich mir nachher auch wirklich auf die 30 runtergehen auf 1. Das Ausgleichen von 30 auf 1 gehen, das kann man gut, also werden als Ausrede. Denn sonst haben wir hier ein Problem. Also ich möchte hier nicht, dann ist der Tag heute hinüber. Tagchen. Also viel siehst nicht im Dunkel hier. Junge, habt ihr nicht so. Boah, raus und gut ist. Normalerweise ist aber nicht passieren. Kann sein, dass ein Kurvenverhalten nicht sieht. Möglich. Oder einen halben stehen lassen. Oh Mann. Ah, die Vögel wollen sie auch. Schönen Sonnenblumen. Ah, Regen, dann mache ich auch. Ah, wo ist meine 7? Dann gehen wir auf 5, okay. Meines Herbst, Mitte Herbst, habe ich dann mal fürs Gras gut, aber pro Gras. Erst Wachstumme. Dann haben wir noch hier. Nee, auch nicht. So, was wird es hier bringen? Siebentausend. Aber die Fläche stimmt hier nicht. Eher der Rand wieder meint. Na, macht nichts, also. Kann auch eine Karte liegen, dass da die Zahlen so nicht übereinstimmen. Dann wäre 0,8, 7000, da stimmt das überhaupt nicht. Schon weit drüber. So, und die Frau, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und wegen der Winkel. Ciao, ciao. Bis hoffentlich morgen. Bis dann. Ciao.